Ja, wir sind der Familienbetrieb Stodal. Den Betrieb wirtschafte ich und meine Frau zusammen mit meinen Eltern. Dazu haben wir noch einen Mitarbeiter und verschiedene Praktikanten. Guten Morgen, Schweine. Habt ihr alle gut geschlafen? Schauen wir mal, ob alle fit sind. Ist überall Wasser drin, ist überall Futter drin. Brauchst du noch ein Stroh? Wir halten hier auf unserem Betrieb so ca. 250 Muttersauen, 1200 Ferkel und 1200 Mastschweine. Das ist die richtige Butter. Siehst du? Das ist auch wieder Zeichenwelle. Wir sind jeden Tag am Tier, wir arbeiten jeden Tag mit dem Tier und möchten es bestmöglich versorgen. Sie hat keine Entzündung, der Kot ist gut, Temperatur gucken wir immer noch, aber da ist nichts. Aktuell ist bei uns das große Thema Ringelschwanz. Da möchten wir im Tier wohl weiterkommen. Aufgrund der vielen festen Fläche, was wir haben, dass ich die Tiere einfach auf dem Boden beschäftigen kann mit Wühlen und mit Erkunden. Dass man den normalen Trieb vom Tier mit der Nahrungssuche, dass sie das machen können. Das können sie halt auf dem Spalterboden nicht. Also wir haben hier festgestellt, dass die Schweine sehr gern spielen mit Baumwollseile. Das haben wir konstruiert als Wippe, dass wenn die rechte Seite spielt, die linke auch interessant wird. Nur durch den Zusammenhalt in der Familie schaffen wir das Ganze hier auf die Reihe zu bekommen. Ja. Wir versuchen die Fleischqualität im Schweinefleisch zu verbessern mit verschiedenen Rassen. Da sind wir jetzt dabei, dass wir die Duroc-Linie einkreuzen. Da drüben steht der Klaus und der Jens, das sind unsere Mangalitza-Eber. So, jetzt schauen wir mal hier. Ja, die sind eine halbe Stunde alt. Sondern, dass sie hier hinten schlafen, da wo die Lampe ist, und vorne dann trinken. So ist eigentlich der Plan. So müssen es eigentlich aussehen, die Ferkel. Die Ohren sind gesund, der Ringelschwanz ist auch gesund. Und natürlich, was wir schauen. Hell, geht's dir gut? Ja. Oh, Kamera. Ich würde mir wünschen, dass der Verbraucher die regionale Landwirte unterstützt. Und wir haben eigentlich alles hier vor Ort. Wir können das Futter machen, wir haben die Nährstoffe fürs Futter und es ist alles im geschlossenen Kreislauf. Jetzt geht's los. Leute, wir selber heute Fernsehen da, da bin ich auch sicher. Einer muss der Chef sein, ja. Das Tierwohl muss man auf dem Teller schmecken. Und das ist uns ganz wichtig.